Heute geht es in Papenburg 100 Kilometer durch die Wildnis. Mal ein neues Video oder ein anderes Video. Die üblichen Verdächtigen sind wieder dabei. Enrico. Holger. Thomas. Und der Michael. Naja, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Vorne draußen, oder? Draußen? So, wir müssen jetzt einen Kaffee trinken. Haben wir schon geschafft. Ich glaube, wir haben schon einen Kilometer geschafft. Wir sind auch fast fertig. Ja. So. Hier die DJI Action 2 Kamera und das interne Mikrofon. Ich hoffe, man kann es ein bisschen hören, aber das meiste werden wir sowieso nicht sagen, sondern einfach nur genießt die Fahrt mit uns. Gestärkt sind wir jetzt endlich. Wir wollen natürlich auch nicht nur für uns was tun, sondern auch was für euch. Und zwar geht es als allererstes zur Magnetbahn, die hier gebaut worden ist und jahrelang getestet worden ist. Viel Spaß! Transrapid-Versuchsanlage Emsland, kurz gesagt TVE, ist seit 2011 stillgelegt, jedoch bis heute vollständig erhalten. Die Magnetschwebebahn Transrapid befindet sich im westlichen Teil des Landkreises Weser-Emsland in Niedersachsen, also Nähe von Papenburg, mit einem Teststreckengelände von 31,8 Kilometer. Die Versuchsanlage wurde von der Industrieanlagenbetriebsgesellschaft MBH IABG und ab 1985 von der Versuchs- und Planungsgesellschaft für Magnetschwebebahnsystem MBH und der damaligen Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn und der Lufthansa betrieben. Musik
Nachdem 2010 beschlossen wurde, dass es nicht weiter gefördert wird, wurde diese Anlage stillgelegt. Ein Teil des Betriebsgeländes wird als Forschungszentrum für Elektromobilität genutzt. Wer Interesse hat, sich das Gelände und die Bahn mal anzugucken, dieses kann man hier kostenlos sogar machen. Die ganzen Informationen und Highlights bzw. wie alles funktioniert hat, wird hier kostenlos, wie gesagt, erklärt. Man kann sich ein paar Sachen angucken, wie hier zum Beispiel im kleinen Museum. Der Rundgang kann ich euch gar nicht sagen, ob das Geld kostet. Auf jeden Fall kommt man aufs Gelände kostenlos rauf. Man kann die Geschichte ein bisschen durchlesen und sogar auch erklären lassen. Wir kommen hier zu einer Gedenkstätte. Und zwar ist am 22. September 2006 ein schwerer Unfall mit der Rapid 08 geschehen. Bei diesem Unfall wurden 23 Menschen getötet und 10 schwer verletzt. Kilometer haben wir jetzt fast geschafft und wegen den ganzen Rentner müssen wir schon wieder anhalten. Oder wegen mir? Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir 90 Kilometer gefahren. Ich hoffe, man kann mich so einigermaßen verstehen. Wir sind jetzt in Papenburg angekommen wieder und haben wir auch gleich ein schönes Highlight. Wir sind bei der Papenburger Werft angekommen. Ja, und ich zeige euch mal, was da gerade gebaut wird. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna.
100 Kilometer Papenburg geschafft, Magnetbahn gesehen und einen Luxusdampfer, der schon fast fertig ist. Oben konnte man es ja auch so schön sehen, war eine Achterbahn, ist verrückt, oder? Ja, wir haben 6 Stunden 57 Minuten und 30 Sekunden dafür gebraucht. Mal wieder ein anderes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss!